ansonsten habe ich eigentlich bisher keine Feindschaft oder keine Aggression seitens des Staats oder seitens der Regierung erlebt oder sowas. Aber das hätte ich sowieso nicht bekommen, glaube ich. Das, ne, weil so Anklage wegen Paragraph 301, das ist eigentlich immer seltener. Ne? Paragraph 301 ist Verunglimpfung des Türkentums und so. Ne? Das, so mit der Ermordung von Hrant Dink 2007, ne, der armenische Journalist, das hat eigentlich so ein Katharsis so freigesetzt und vor allem halt auch, dass die türkische Politik ab 2007 spätestens begriffen hat, dass die Politik des Scheiterns eigentlich so, des Schweigens gescheitert ist. Ne? Also wenn jetzt sowas kommt, Drohung, dann kommt sowas ja vom Mob. Hauptsächlich. Ne? Also jetzt so irgendwelche Kommentare im Internet, das ignoriere ich eigentlich. Ne? Also lese ich eigentlich auch nicht. Und sonst, ja, also bestätigt das eigentlich, was ich immer so an Urvertrauen entgegengebracht habe, den Film gegenüber. Ne? Also ich habe gedacht, das wird schon akzeptiert, das wird schon in der Türkei laufen. Da wird sich der Widerstand gegen den Film in Grenzen halten. Wenn der Film jetzt, weiß ich nicht, vor 7 Jahren rausgekommen wäre, wäre es wahrscheinlich anders, ja. Ne? Aber Dinge ändern sich eben und Dinge wollen sich auch verändern, ne? Und Dinge wollen aufgearbeitet werden und in diesem Geist ist halt der Film auch mit entstanden und ich glaube auch, dass wenn es denn einen Widerstand gibt, dann ist er hauptsächlich dann, wenn der Film nicht gesehen ist und wenn man dann den Film sieht, dann relativiert sich das ein bisschen, weil der Film sich darum bemüht, eben Empathie zu schaffen. Ich muss den Film machen, so wie er mir gefallen würde. Und ich hoffe gleichzeitig dabei, dass ich so viele Menschen wie möglich erreiche. Das habe ich eigentlich meistens so gehandhabt, mit all meinen Filmen. Ne, also immer wenn ich gedacht habe, okay, ich bin der erste Zuschauer und der Rest wird schon folgen, das ging eigentlich mehr oder weniger auf. Wenn ich angefangen habe, Filme zu machen für wo ich mehr an, weiß ich nicht, an Feuilleton gedacht habe oder so cinematografische Zirkel, der Festivalzirkus oder sowas, ne? Dann sind das eigentlich Sachen, wo ich hinterher kritischer meiner eigenen Arbeit gegenüberstehe, ne? Weil wichtig ist eigentlich immer der innere eigene Ausdruck. So, aber weil ich halt auch ein Autorenfilmer bin, und mit Sicherheit hat meine Biografie mit meiner Autorenschaft zu tun, also meine Biografie ist der Urheber meiner Autorenschaft, habe ich natürlich Leute im Kopf gehabt, die Probleme haben, mit dem Thema überhaupt umzugehen. Na, also so Probleme, ich habe viele türkische Linke als Freunde, aber ich kenne genauso viele Konservative, ich kenne genauso viele Rechte, ich kenne Faschos, Mann. Weißt du so, ich war in Gangs früher, ne? Die waren voll mit Faschisten. Ich sehe diese Leute heute noch auf der Straße. Mhm. Ne? Und ich habe auch überlegt, wie kann ich die erreichen? Oder wie müsste ich den Film machen, ne? Dass die dann auch sitzen bleiben, verflixt, und nicht nach 15 Minuten rausgehen. Auch. Aber ich komme nochmal darauf zurück, ich habe ihn in erster Linie so gemacht, wie er mir gefallen.